So, hier werde ich ein bisschen von meinen verschiedenen Produkten vorstellen. Wir produzieren waschbare Binde hier in der Schweiz für Mädchen in Kamerun und für Frauen. Das sind verschiedene Stoffe, die man im Haushalt hat und die man nicht mehr brauche. Das ist so ein Muster, ein langes Muster für die Nacht. Hier hat man noch eine schönere Form durch den Tag. Wir haben das so nochmal mit drei Linien genäht, weil es faltet sich so und das Ziel ist, dass das Blut dann da reinhalten kann. Es hat natürlich so am Tag oder gegen Ende der Menstruation so eine kleine, noch ein kleiner Teil, so eine kleine Slipline oder Part auch kann man so falten und damit das Verschluss richtig schließen und steckt man das in eine Tasche. Es kann auch mit den anderen Modellen gehen. Und haben wir so zwei Stück geschnitten und unten ist so eine Kleidelinie, wo nicht wasserdurchlässig ist. So haben wir so drei Schichten. Und wir schneiden jetzt zwei Lagen. Sieht das so aus, unsere Muster. Das sind zwei verschiedene Läden. Und legen wir eine hin. Und das nicht durchlässige Teil kommen dann unten. Näht man das zuerst. Und am Schluss deckt man das richtig an und dann näht man das wieder ein zweites. So sieht das so ein ganz schönes Muster aus und das weiß man nicht und man scheucht sich nicht und man hat etwas, wo man wieder verwenden kann, 2 bis 3 Jahren. Es geht ganz einfach. Erstens nach dem Verbrauch im ganz kaltem Wasser reinlegen, abspülen, nochmals im kalten Wasser und dann kocht man Wasser richtig gut und mit Essig. Normale Tischessig oder Essig zum Essen kann man das verwenden. Das ist hautfreundlich und Essig ist auch sehr gut. Und am Schluss kommt dann dieser Stoff in Kamerun. Die kommen so in eine Stofftasche. Das werden wir das Jahr begonnen, mit dem begonnen in die 9 verschiedenen Dörfern. Es kommen dann so dann eine Waschlavetten. Es kommen ein Tageseinlage, ein Slip-Einlage, zwei. Eine für die Nacht. Und dann zwei so für am Tag. Packen wir das ein. Und natürlich haben wir noch von verschiedenen Leuten. Ich danke vielmals an unsere Spenden, an die Hotels, an alle Leute, die sie uns so viel Sachen gespendet haben. Wir haben so kleine Seifen bekommen. Da legen wir zu jeder eine Seife. Da legen wir ein kleines Desinfektionsmittel. Im Moment haben wir, darum legen wir es rein. Sie können dann die Flaschen später wieder verwenden für Essig oder etwas. Wir haben da kleine Bodylotions bekommen, kleine Cremes. Und alle diese Sachen kommen dann so und packen wir eine Tasche. Und das ist unser Kampf gegen das Stigma, wie wir unsere Mädchen in Kamerun unterstützen möchten. Ich sage immer, kommen Sie alle Frauen, wenn wir zu viel haben zu Hause, einfach wiederverwenden anstatt wegwerfen. Jemand wird sich freuen.